Hallo zusammen. Die Anhörung im Gesundheitsausschuss zum Antrag der Linken zur Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten und zu Cannabis Social Clubs, der auch weitgehend auf unserer Petition fußt, ist jetzt gerade zu Ende. Es war ein sehr interessantes Schlaglicht auf die Cannabispolitik in Deutschland. Schaut euch den Bericht mal an, dauert 1,5 Stunden und ihr werdet sehen, wo die Diskussionslinien entlang gehen, welche Fraktion welche Experten fragt. Das sind dann auch die Experten, die von den Fraktionen benannt worden sind. Und so können wir auch gut sehen, welche Partei wo steht. Also insofern war das ganz interessant. Interessant zum Beispiel auch die Stellungnahmen von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen und von der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin, die auf unserer Seite sind letztendlich und die Kriminalisierung der Konsumenten beenden wollen. Und es gibt aber auch noch eine Menge Leute, Staatsanwälte, ein Psychiater, Thomasius, die Cannabis als extrem gefährlich darstellen und die Kriminalisierung als sinnvoll. Letztendlich wird in dieser Legislaturperiode mit der Mehrheit von CDU und FDP kein Beschluss in unserem Sinne zustande kommen. Davon können wir wohl ausgehen. Trotzdem war das Ganze ein Meilenstein in der Cannabis-Diskussion. Es hat die Diskussion am Laufen gehalten, war nochmal ein interessanter Austausch von Argumenten. Und die Medienbeachtung der ganzen Angelegenheit war sehr groß. Es waren einige Fernsehteams mit Kameras da, Radioteams waren da. Also insofern haben wir da zumindest eine gewisse öffentliche Debatte erreicht. Und auch für den Deutschen Handverband war es nicht schlecht. Wir sind mittlerweile anerkannter Teil der drogenpolitischen Fachwelt und das nicht mehr wegzudenken, und wir werden weiter dran kämpfen und hoffentlich auch diese Mehrheit von Schwarz-Gelb noch überstehen und danach dann auch endlich mal tatsächlich konkrete Veränderungen erreichen. Also schaut euch doch den Mitschnitt mal an von der Sitzung und bis zum nächsten Mal.